Tencent. Kannst du dir vorstellen, wie ein chinesisches Berkshire Hathaway und der chinesische Warren Buffett hat richtig Bock auf Technologie und mit 43 Milliarden Dollar auch noch mehr Gewinn im letzten Jahr gemacht. Tencent ist also ein riesiges Investmentmonster, das Beteiligungen in unzähligen Unternehmen hat, wie Spotify, Tesla, Snapchat, Universal Music oder Epic Games, die Bude, die dir Fortnite gebracht hat. Und dazu wird mit der hauseigenen Super-App WeChat Cash generiert ohne Ende. 65% des Umsatzes kommen durch In-App-Käufe und nochmal 25% durch Werbung. Und WeChat ist krass. Mit über 1,2 Milliarden täglichen Usern ist die App praktisch das Tor zur chinesischen Online-Welt. Sowohl für die User als auch für Unternehmen, die hier Fuß fassen wollen. Und das ist ein enormer Vorteil für Tencent. Denn sie sehen ganz genau, was bei Usern gefragt ist, können daraufhin ein passendes Unternehmen kaufen oder sich beteiligen und es somit perfekt positionieren. Ein Vorteil, für den andere töten würden. Während Warren Buffett seit Jahren auf einer Menge Cash sitzt und nicht weiß, was er damit machen soll, weiß man das bei Tencent dank WeChat ganz genau. Deshalb geht CEO Ma Huatan auch erstmal los für 259 Milliarden Dollar neue Startups kaufen. Und nicht vergessen, am Wochenende kommt meine neue Single Doku Mode. Peace out!